Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu. Und wir sind wieder dabei bei unserem Sprinter. Heute gibt es keine Umbauserie, denn ich möchte euch eigentlich nur kurz zeigen, was ich in der Zwischenzeit so gemacht habe, während ich immer noch auf weitere Teile warte. Ein paar Sachen sind gekommen, die zeige ich euch. Ein paar Sachen habe ich gemacht, die zeige ich euch natürlich auch. Und ja, wie gesagt, ich warte doch auf ein paar andere Sachen. Kommen wir auch gleich dazu. Hier steht er. Ihr seht, Kabine sitzt soweit schon mal drauf, sie ist jetzt nur aufgesteckt, aber passt alles wunderbar. Ich habe die Kabel verlegt, ich habe die Ausschnitte gemacht für die Reifen und ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Die Kabine geht noch ganz einfach runter, wie gesagt, sie ist noch nicht wirklich weit irgendwo befestigt. Was ich gemacht habe, ich warte immer noch auf die Blitzermodule, oder besser gesagt das Blitzermodul von der Firma Niepild und da habe ich auch noch die Scheiben und die Heckscheinwerfer bestellt. Ja, das sollte irgendwann mal kommen. Momentan DHL irgendwie Lieferschwierigkeiten. Das hängt irgendwo fest. Keine Ahnung. Genauso ist es mit dem Schaltmodul von modellbauregler.de. Da habe ich ein Schaltmodul für Blinker, Warnblinker und Lichtschalten bestellt. Auch das hängt irgendwo in irgendeinem DHL-Depot momentan fest. Ich hoffe, dass das bald kommt. In der Zwischenzeit habe ich hier schon mal die LEDs eingelötet, das heißt, wir haben hier Fahrlichter drin, die Blinker sind schon mal eingebaut und unten die Nebelscheinwerfer sind auch schon LEDs drin. Momentan sind die Kabel hier nur eingelegt, denn ich möchte noch die Frontblitze einbauen und dann werden die Kabel fest eingebaut. Was ich schon drauf habe, ist mein Lichtbalken, den zeige ich euch nachher, aber auch einzeln nochmal. So. Beim Modell ging es etwas weiter. Unternehmen. Ihr seht, die Seitenteile haben ihren Platz gefunden. Ich muss noch ein bisschen ausschneiden. Ich habe auf die eine Seite Unterfahrschutz gezeichnet und gedruckt und auf die andere Seite ein Staufach gezeichnet und gedruckt. Und zwar so, dass es im Endeffekt genau für meine Standard-Zippy-Akkus 3S passt. Das passt da wunderbar rein. Ich bin nicht tiefer als vorher, ich bin aber auch nicht höher, das heißt, die Pritsche geht einwandfrei nach oben drauf. Das ist alles in einer Flucht. Geht gerade so rein. Ist grenzwertig mit dem Akku, also ein größerer Akku dürfte es wirklich nicht mehr sein. Aber ihr seht, ich habe hier vorne auch noch ein bisschen Platz und auch von der Tiefe her, sodass ich meinen Lipo-Wächter noch mit reinbekomme. Alles super. Auf der Seite habe ich ausgeschnitten für den Schalter an-aus. Und wie gesagt, ich habe die ganzen Kabel untergebracht. So sieht es momentan mit verlegten Kabeln aus. Platz ist genug. Ich habe jetzt auch das so gehalten, dass es sehr flach ist alles, dass ich nicht die Hohlräume von unten her schon auffülle unter dem Sitz und vorne in der Motorhaube. Da ist natürlich Platz da. Den habe ich aber soweit noch nicht genutzt. Ich weiß ja, es kommen noch Module, es kommen noch Kabel rein und so ist es natürlich auch wesentlich einfacher zum Zerlegen und zum wieder aufbauen. Und ich kann alles so fahren, wie es jetzt ist. Das heißt, bei mir war es jetzt diesmal wichtig, dass ich ihn auch ohne Kabine mal nutzen kann, testfahren kann, das ausprobieren kann. Von dem her. So, Seilwinde habt ihr das letzte Mal schon gesehen. Ich zeige es nochmal von unten. Ich musste also hier auch ausschneiden noch. Aber wir haben jetzt hier den maximalen Lenkeinschlag. Mehr gibt er so oder so nicht her. So, mit dem Draht. Aber das Lenken so natürlich nicht. Also es geht in beide Richtungen. Wunderbar. Hier nochmal der Kasten. Unterfahrschutz. So sieht das Ganze momentan aus. Was noch gekommen ist, heute durch Zufall, ich habe schon damit gerechnet, es kommt gar nicht mehr. Ein kleines Zugmaul. Mit Schrauben, allem drum und dran. Zeige ich es euch mal so. Ganz wunderbar. Und ich werde es hinten hin machen. Hat einen schönen Verschluss, schaut gut aus. Und ich habe die Hoffnung, dass dann, wenn ich mit einem Hänger fahre, dieser sich bei einer Bergkuppe oder bei so einer Senke nicht irgendwie selbstständig aushängt. Das haben die normalen Bruderkupplungen natürlich immer wieder mal bei Unebenheiten. Sollte mit dem hier nicht passieren. Der wird hinten hinkommen. Schaut gut aus, hat aber ewig lange Lieferzeit jetzt gehabt. War irgendwo über China bestellt natürlich. Von dem her. Das passt.
Fernbedienung hatte ich eingerichtet. Jetzt kam einiges an Teilen in der Zwischenzeit. Also wie gesagt, ein paar Sachen warte ich noch, Blitzermodul und Frontblitzer, die Lichter hinten und so und die Fensterscheiben, kommt aber noch. Ich habe aber ein paar andere Sachen hier bekommen, die möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Hier habe ich mal einen Lichtschalter gekriegt, der nicht über den Empfänger läuft, sondern direkt über einen Akku. Schicken wir da mal Licht hin, testweise. Und der hat jetzt hier verschiedene Modi. Sieht man das mit dem Licht? Ich komme gerade ein bisschen näher. So, den kann ich also fest einstellen. Ich kann hier sagen, welchen Modus er hat. Blinken. Langsames oder schwaches Blinken. Ganz schnelles Blinken, das sieht man kaum, dass es blinkt. Noch schneller und eben diesen Blitzer hier. So. Ich kann hier noch die Helligkeit trimmen. Und hier die Geschwindigkeit, die kann ich auch regeln. Also ich kann hier einiges einstellen. Ist ein nettes Gimmick. Kommt, so wie ich das sehe, aus dem Fliegerbereich, wo ich einfach sage, ich habe hier irgendwelche Positionslichter oder ähnliches, die ich hier je nach Modus schalten kann. Ist ganz nett, werde ich jetzt aber hier in dem Sprinter vermutlich nicht verbauen, denn in dem einen Modul von modellbauregler.de sind die Blinker mit dabei, Blinker, Warnblinkanlage schaltet das. Da werde ich das jetzt so nicht brauchen und für vorne habe ich ja das Blitzermodul. Habe ich auch in China bestellt, ist so ein paar Euro Produkt gewesen, mal zum Testen. Ist ganz nett. Wo ich mir gedacht habe, das könnte man vielleicht mal nehmen für diese Straßenbegrenzungsbalken, diese Lampen, wo ich aufbaue, sage so in dieser Intensität blinken, LEDs alle zusammenschließen und rein damit. Ich möchte jetzt mein Modell hier nicht so weit umbauen, deswegen habe ich hier den Mercedes mit dazu gestellt, denn hier ist alles etwas leichter und zugänglicher. Das ist das zweite Modul, das ich bestellt habe. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ihr seht, das ist wahnsinnig klein, ist so Fingerkuppen groß. Hat einen Anschluss direkt für die Batterie. Dann kommt also der andere Anschluss kommt an den Empfänger und dann kann ich hier zwei Lampen anschließen. Der hat also zwei Lichtausgänge. Schließen wir das mal schnell alles hier an. Hoffentlich weiß ich jetzt noch, welcher Kanal. Müsste dieser hier sein. So. Also. Haben wir jetzt hier angeschlossen. Links, rechts. Und jetzt kann ich hier die einzelnen Funktionen durchschalten. Blinken, links, rechts. Gleichzeitiges Blinken. Was haben wir noch? Oder beide an. Genau, oder wieder links, rechts. Ist für den Preis, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt zum Beispiel nur einen Blinker oder irgendeine Warntafel betreiben oder nur die Warnblinkanlage anmachen, finde ich es jetzt gar nicht schlecht. Lag bei 3 Euro rum, ist okay. Kann ich schalten, vor allem, er kriegt jetzt seinen Strom nicht über den Empfänger, das heißt, ich kann direkt die LEDs vom Akku, werden die versorgt, ist also sehr schmerzfrei, auch wenn ich jetzt mal ein bisschen höhere Lastzahlen hier fahre, weil es eben nicht über den Empfänger geht. Der Empfänger macht wirklich nur die Schaltung. Ganz einfaches Teil. Bin ich froh, dass ich es jetzt mal da habe zum Testen. Irgendwann werde ich es brauchen. So, stecken wir auch ab. Und dann kommen wir auch schon zu den schönen Lichtbalken, die ich bestellt habe. Ihr kennt die, das sind keine teuren Nippelpisten King, was weiß ich, Lichtbalken. Das sind wirklich so billige China Lichtbalken. Ein paar hatte ich schon. Die runden habe ich jetzt mal nachbestellt. Und ich wollte ja ursprünglich tatsächlich so eckige hier nehmen. Aber es hat mir jetzt
im Großen und Ganzen rund dann doch besser gefallen. Oder zumindest so, schaut ein bisschen moderner aus. Das war eigentlich mein Favorit, aber ich habe beide mal drauf montiert gehabt und bei dem werde ich auch bleiben. Die habe ich, wie gesagt, die habe ich schon länger da. Ich habe sie noch nie verbaut, denn sie haben eigentlich etwas, was mir eben nicht gefällt. Ich schließe es gerade mal an. Das sind hier so die Blinkmodis, die hier haben. Nochmal, bleibt der hier liegen. Also, wir haben hier schnelles Blinken. Links, rechts. Schnelles links, rechts. Ganz kürzes Flackerblinken, Blitzblinken, was weiß ich, wie man das nennt. Dann haben wir diesen Wechselblinker auf beiden Seiten. Das gleiche nochmal in schnell. Und wieder links, rechts. Ich glaube, das war's, oder? Und aus. Gut. Was er nicht hat und was ich ja unbedingt eigentlich haben wollte, ist ein Rundumlicht. Also so, wie es einfach normal wäre, dass sich die einzelnen drehen. Der hier hat übrigens die gleichen Funktionen. So. Der hier hat die gleichen Funktionen vom Licht her. Also das Rundumlicht ist auch nicht vorhanden. Wir haben Blinken in allen möglichen Varianten. Aber eben das andere, das fehlt mir. Genau, ja. Sie sind ein bisschen anfällig für Störfrequenzen. Also wenn ich jetzt denke, weil der hat jetzt keine eigene Stromversorgung, dann holt mir der Servo den Strom weg und dann schaltet er einmal kurz ab. Muss ich jetzt ausmachen, wieder anmachen, geht er wieder. Ja, hat mir alles nicht so gefallen. Also die Elektrik ist hier wirklich auch nur 5 Euro wert. Ist jetzt nichts Besonderes. Es hat schon seine Gründe, warum die anderen einfach etwas höherpreisig sind. Denn die haben hier so ihre Macken. Und wie jetzt gesagt, gefällt es mir einfach nicht, weil er das nicht kann, was ich unbedingt haben will oder wollte. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mit meinen praktisch nicht vorhandenen Elektronikkenntnissen ein bisschen dran rumgepfuscht an einer dieser Lampen. Schauen wir mal. Schließen wir die auch gerade mal an. Jetzt habe ich das, was ich wollte. War Katastrophenarbeit. Wahrscheinlich hätte es jeder Elektriker in 2 Minuten erledigt. Es ist auch alles fuzzi klein. Das ist einfach kein Maßstab zum Löten. Aber ich habe jetzt folgende Modis. Ich kann es als langsames Rundumlicht laufen lassen. Ich kann es blinken lassen, wenn ich es wirklich so will. Das Ganze geht sogar noch einen Ticken schneller aus. Und hier eigentlich mein absoluter Favorit. Das schöne Rundumlicht. Jede einzelne LED ist einzeln angefahren. Genauso will ich das haben. Und genauso wird es bleiben. Und genau so habe ich mir das Ganze dann auch vorgestellt. Wie gesagt, war eine furchtbare Arbeit. Das Bauteil war zwar ultra günstig, aber ja, dafür sind wir Modellbauer. Was nicht passt, wird so passend gemacht. Und von dem her, ja, ein bisschen Arbeit reinstecken und schon funktioniert es. Der bleibt auf jeden Fall drauf. Und ja, jetzt freue ich mich dann auf die Lieferungen, die noch kommen. Wie gesagt, die Frontblitzer, da freue ich mich richtig drauf, wenn die mal drin sind. Und auch das Blinkermodul. Und dann können wir hier die ganze fahrende Reklametafel endlich zusammenbauen und mal auf dem Parcours endlich zur Testfahrt einweihen. Momentan war er noch nicht unterwegs, auch wenn er es schon fahren könnte. Hat sich noch nicht ergeben. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Teile bald da sind und dann geht es auch weiter. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielleicht bauen wir es auch gemeinsam ein. Ich muss mal gucken, wie aufwendig bzw. wie umfangreich das Ganze wird. Ansonsten werde ich es einbauen und zeige euch natürlich das Ergebnis. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal. Ihr könnt unten die Benachrichtigungen einschalten. Wenn ihr bei YouTube angemeldet seid, dann kriegt ihr sofort Bescheid, wenn das neue Video online ist. Ich schaue auch, dass ich wieder die ganzen Sachen auf meiner Webseite unterbringe und unten natürlich auch die Verlinkungen mache zu den hier verbauten Teilen. Sonst, wenn Fragen sind, wenn Anregungen sind, einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich dann mit eingebauter Beleuchtung, mit Frontblitzern und mit richtig viel Beleuchtung. Bis dann!